Das Konzert soll nun beginnen. Deshalb bitten wir Sie darum, den von Ihnen mitgebrachten und den dafür vorgesehenen Gehörschutz anzulegen. Falls Sie Ihren Gehörschutz vergessen haben sollten, verweisen wir Sie nochmals auf den Titel des Programms Ohren zu und durch. Sagen Düdüm und wünschen Ihnen viel Glück. Doch nun ist es soweit. Begrüßen Sie Hannes Heimann. Willkommen heute hier bei mir zu meiner Show. Ich hoffe, Sie sind freiwillig hier und nicht nur so. Viel Spaß bei meinem ersten Programm mit Klavier und Gesang. Genau, jetzt nochmal zu dem Thema heute des Abends eigentlich. Also es ist ein Abend über Sinn mit Unsinn. Das haben Sie ja gerade schon gemerkt. Nicht? Und das heißt, es sind, wie gesagt, Lieder mal mit mehr und mal mit weniger Sinn. Aber man macht es bumm und wir kommen alle um. Willkommen in einer strahlenden Zukunft. Warum drängt uns denn immer noch niemand zur Vernunft? Irgendwann werden wir für alles büßen. Wir treten die Welt mit unseren Füßen. Mein Quietsche-Entchen quietscht ganz gelb. Ja. Nun wieder ein Gedicht aus der, was heißt wieder, ist ja noch gar nicht. Nun ein Gedicht aus der Rubrik Was passiert, wenn? Dieses Gedicht ist ein wenig schlüpfrig, deswegen sind Sie auch hier, nicht? Was passiert, wenn der Ehemann rausbekommt, dass seine Ehefrau fremd geht? Du bist so süß, wenn du lachst, wenn du deine Augen zumachst und ich dich mit einem Kissen ersticke, weil nicht ich, sondern ein anderer mit dir verkehrt. Ich fühle mich beobachtet. Ich bin nie alleine. Ein beklemmendes Gefühl. Man hat keine Privatsphäre mehr. Scheiß Big Brother. Jeden Tag schon früh bei ihr. Bis zum späten Nachmittag so gegen 4. Ich ging 5-mal in der Woche mit ihr essen. Für sie habe ich alles andere vergessen. Doch immer wenn ich dann gehen musste, war ich traurig, doch ich wusste, dass es am nächsten Tag ein Wiedersehen gab, weshalb ich jeden Tag schon früh im Bettchen lag. Doch als ich 6 Jahre alt war, ich danke dir für die schönen Sachen. Dafür würde ich gerne versaute Sachen mit dir machen. Doch leider bist du keine Frau. Und ich sag dir jetzt nochmal ganz genau: Du bist mein allerbester Freund. Bist witzig, gut, herzig und gebräunt. Mit dir kann man alles unternehmen. Du würdest dich nie für deine Freunde schämen. Und wie sagt mein Opa immer? Wenn man bis zum Hals in der Scheiße steckt, soll man den Kopf nicht hängen lassen. Ja. Endlich verstehe ich, warum alle lachen. Da musst du mal was dran machen. Doch, hör mir noch gut zu. Brot kann schimmeln. Was kannst du?